Oder wie können Computer rechnen? In einem Computer befindet sich unter anderem die größte Platine. Das ist das sogenannte Motherboard. Hier ist ein Motherboard zu sehen. Auf diesem Motherboard steckt ein Mikroprozessor. Dies ist ein Mikroprozessor. Der steckt in einem Sockel. Der Mikroprozessor hat eine Vorrichtung zum Kühlen, weil er sonst zu heiß wird. Wenn man den Mikroprozessor aus dem Sockel herausnimmt und darunter schaut, wie hier, dann sieht man viele kleine stabile Drähte, die aus dem Gehäuse herausragen. Der Mikroprozessor kann ganz viel, aber das Thema soll hier sein, er kann natürlich rechnen. In diesem Fall hier wollen wir mal das Addieren betrachten. Ein Mikroprozessor kann auch addieren. Ein wichtiger Grundbaustein, der ganz früher einmal einzeln eingebaut wurde in Computer oder in Schaltungen, ist der Transistor. Der Transistor ist folgendermaßen aufgebaut. Die Grundlage ist ein Halbleiterstück, wie zum Beispiel aus Silizium gebaut. Dieser Halbleiter hat positiv geladene sowie negativ geladene Teilbereiche. Der elektrische Strom kann nicht von einem Teilbereich zum anderen fließen, es sei denn, es gibt eine Verbindung durch die grüne Basis hier unten. Diese elektrische Verbindung kann man so herstellen. Es wird dazu ein elektrischer Leiter oben darauf gesetzt, wie hier, und es muss auch einen Eingang und einen Ausgang geben, die grauen Stücke. Wenn der Eingang nun geladen wird, hier rot, dann fließt noch kein Strom hindurch durch den Transistor, es sei denn, das sogenannte Gate in der Mitte, das hier in der Mitte sich befindet, weiß, wird auch geladen. Also muss das Gate geladen werden. Dann fließt erst Strom vom Eingang durch die Basis zum Ausgang. Das Wichtigste am Transistor ist, dass er als Schalter gebraucht werden kann und dass er keine beweglichen Teile hat wie Schalter oder Relais. Eine wichtige Entwicklung war nun, dass man diese Transistoren für logische Funktionen und Rechenfunktionen gebrauchen konnte. Zum Beispiel, wenn wir einmal zwei Transistoren wie hier nebeneinander aufstellen und wenn wir an den Gates zwei Schalter anschließen, hier sind zwei Schalter angeschlossen, und wenn wir eine Glühlampe am Ausgang auch noch anschließen und das, wie hier dargestellt, noch verdrahten, dann haben wir schon ein Oder-Gatter. Das heißt Englisch OR. OR ist hier oben das Graue. Das hier ist ein Oder-Gatter. Was ist nun ein Oder-Gatter? Ein Oder-Gatter ist am Ausgang ausgeschaltet, wenn die Eingänge beide ausgeschaltet sind. Sonst, also in allen anderen Fällen, ist es am Ausgang eingeschaltet. Denn bei dieser Verschaltung ist es ja so, wenn der eine Schalter eingeschaltet wird oder wenn auch der zweite nur eingeschaltet wird oder wenn beide an sind, also angeschaltet werden, dann leuchtet die Glühlampe hier unten. Das nennt man ein logisches oder sagen wir jetzt mal Oder-Gatter dazu. Wenn wir das ein bisschen anders verdrahten, wie hier dargestellt, nämlich wenn wir den Ausgang des ersten Transistors mit dem Eingang des zweiten Transistors verbinden, dann erhalten wir ein Und-Gatter. Dies hier ist ein Und-Gatter. AND ist Englisch und heißt Und. Ein Und-Gatter ist nur dann am Ausgang eingeschaltet, wenn beide Eingänge eingeschaltet sind. Hier ist jetzt ein Eingang nur eingeschaltet, dann ist das Und-Gatter am Ausgang ausgeschaltet. Und hier ist jetzt der andere Schalter an, aber der erste wieder aus, dann ist das Und-Gatter auch aus. So. Jetzt geht's weiter. An und aus kann schön repräsentiert werden durch 1 und 0. Diese sind zwei 1-Schalter, also auf angeschaltet. An und aus können Schalter sein, aber auch Glühlampen können an und aus sein. Einsen und Nullen, das ist gewissermaßen die Sprache aller Computer. So, jetzt brauchen wir besondere Zahlen,
Was sind das besondere Zahlen? Wir brauchen Zahlen, die nur aus einzelnen Nullen bestehen. Beginnen wir mal mit der 0000. Das ist jetzt sozusagen mal die 0. Wir brauchen Zahlen, die nur aus einzelnen Nullen bestehen. Ich sage jetzt mal, was dazu gehört und was nicht dazu gehört. Dies gehört dazu. Dies gehört auch dazu. Dies gehört nicht dazu. Dies gehört nicht dazu. Dies gehört nicht dazu. Das gehört wieder dazu. 1, 0. Das ist übrigens schon die dezimale 2. Das gehört dazu. Das gehört wieder nicht dazu. Das gehört nicht dazu. Das gehört auch nicht dazu. Das gehört dazu. Das ist schon die binär 1, 0, 0. Zu Deutsch, nein, dezimal die 4. Das gehört dazu. Das gehört wieder nicht dazu. Und das gehört dazu. Das ist dezimal 6. Das ist dezimal 7, gehört auch dazu. Und das gehört dazu. Das ist dezimal die 8. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Umschichtung. Wir schieben mal dieses binäre, das heißt binäres Zahlensystem, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Das Ganze nennt man binäres Zahlensystem. Das gibt es schon länger. Das haben wir jetzt nicht gerade erst erfunden. Also, wir schieben mal das binäre Zahlensystem ein bisschen hin und her, bis dass wir so auf 11 oder 12 kommen. Ich schiebe ja jetzt mal da noch eine 1 hinten dran, ganz links. Hier ganz links ist jetzt noch eine 1, also sozusagen die vierte Stelle von rechts. So, und das schieben wir jetzt mal nach oben. So, jetzt haben wir es. Jetzt sind das bis 10. 1 bis 10. 1 ist ganz unten, die 10 ist ganz oben. So, jetzt können wir uns das Spiel noch ein bisschen erleichtern. Hier ist jetzt mal die 1 und die 2 und die 3 und die 4. So, jetzt erleichtern wir uns das Ganze und schreiben eine 1 auf die rechte Glühlampe hier. Also lauter Dezimalzahlen wollen wir auf die Glühbirnen schreiben. Und zwar müssen wir genau die Zahl draufschreiben, die genau von jeder Glühlampe auch repräsentiert wird. Wir schreiben eine 2, das ist zweimal die 1. Wir schreiben eine 4, das ist zweimal die 2. Und wir schreiben eine 8, das ist zweimal die 4. So, wenn wir nun im binären Zahlensystem rechnen wollen, dann geht das noch anders. Und zwar so. Hier ist jetzt 0001 plus 0001. Das ist übrigens schon 0010. Da sieht man auch schon, was geschieht. Im binären Zahlensystem brauchen wir schnell neue Stellen. Aber dazu kommen wir gleich noch. So, jetzt bauen wir endlich eine Addiermaschine aus lauter. Das sehen wir ja gleich aus was. Das ist die Addiermaschine. Adding Machine ist wieder Englisch. Heißt Addiermaschine. Die Addiermaschine heißt auch Volladdierer. Das erkläre ich auch gleich nochmal ein bisschen. Also, hier sind jetzt sozusagen Bestandteile des Volladdierers. Und zwar besteht der aus zwei Halbaddierern. Wir haben hier einen Halbaddierer. Half-Adder heißt Halbaddierer. So, jetzt bauen wir mal Stück für Stück den Halbaddierer auf. So, das wird so folglich gebaut. Wenn zwei Schalter bewirken sollen, dass 0010 entsteht, die 1, dann muss eine Glühlampe ja an sein. Zwei Schalter sind an, also brauchen wir ein UND-Gatter. Dieses unten ist das UND-Gatter drin. Jetzt kommt es komplizierter, weil wir noch für die andere Glühlampe was anderes brauchen. Wir brauchen jetzt ein Exklusiv-Oder-Gatter. Was ist das, ein Exklusiv-Oder-Gatter? Exklusiv, das könnte man auch so nennen. Entweder oder. Also, das erkläre ich jetzt nochmal. Wenn entweder der erste oder der zweite Schalter an ist, dann leuchtet die rechte Lampe. Wenn kein Schalter oder eben beide betätigt worden sind, dann ist die rechte Lampe aus. Wie ist solch ein Exklusiv-Oder-Gatter im Einzelnen aufgebaut?
Wir brauchen dafür ein Oder. Hier oben das Or. Daneben ist das Nennt. Das erkläre ich gleich, was das ist. Und dahinter ein End. Ein Und-Gatter. Das Nennt-Gatter werde ich jetzt mal kurz erklären. Also, was kann das sein? Das ist ein und ein Nicht dahinter geschaltet. Also ein und ein Nicht. Was ist jetzt wieder ein Nicht? Ein Nicht ist eine Invertierung oder zu Deutsch eine Umkehrung. 0 wird zu 1 und 1 wird zu 0. Also ein Nicht ist eine Invertierung in sein Gegenteil. Wenn hinter dem Und gerade 0 ist und dann kommt das Nicht, dann wird daraus die 1. Wenn eine 1 vor hinten am Ausgang des Und-Gatters ist, dann wird aus dem Nennt, das Nennt ist das Ganze, aber dann wird daraus, wenn 1 ist, 0. Also da wird daraus aus einer 1 eine 0. Ein Nennt-Gatter ist somit nur dann an seinem Ausgang ausgeschaltet, wenn beide Eingänge eingeschaltet sind. Das ist sozusagen ein schönes, krasses Gegenteil zum Und-Gatter. Nun wollen wir einmal durchspielen. Was passiert, wenn nur ein Schalter an ist? Hier ist jetzt ein Schalter an. Was passiert dann? Wenn zum Beispiel der obere Schalter eingeschaltet ist, wie hier, dann geht das Oder-Gatter an. Und das Nennt-Gatter geht auch an seinem Ausgang an. Das bewirkt, dass die oben befindliche Und-Bedingung erfüllt ist. Hier, die roten Linien alle. Und was passiert? Die rechte Glühlampe geht an. Wenn wir den oberen Schalter jetzt aus und den unteren einschalten, geschieht genau dasselbe. Es ist kein Unterschied, es bleibt genauso. Auch die rechte Glühlampe wird am Ende an sein. Wenn wir aber beide Schalter anschalten, hier wie hier, dann geschieht etwas völlig anderes. Das große exklusive Oder-Gatter geht am Ausgang aus. Das kann man jetzt nachvollziehen. Halten Sie mal das YouTube-Video ein bisschen an. Dann sehen Sie, können Sie selber mal nachvollziehen, warum das am Ausgang aus ist, das XOR, das Exklusiv-Oder-Gatter. Und das Und-Gatter unten, das Separate, das ist angeschaltet. So. Die linke Lampe geht natürlich dann an. Man sieht schon, dass wir einen binären Addierer jetzt vor uns haben. 1 und 1 ergibt 1, 0. Die Lampen repräsentieren 1, 0. 1 für die linke Lampe, 0 für die rechte Lampe. Und dezimal ist das eine 2. Wir brauchen für die Situation, dass wir mit mehr als nur einem Addierer rechnen wollen, brauchen wir jetzt noch Überträge. Im dezimalen Zahlensystem ist ja zum Beispiel 7 plus 7 14. Also muss es einen Übertrag auf die nächste Stelle geben. So ganz ähnlich geht es auch im binären Zahlensystem, sogar noch viel schneller. Binäres Rechnen geht ja so. 1 plus 1 ist 1, 0. Wir haben sehr schnell schon bei der 1 plus 1 einen Übertrag auf die nächste Stelle, auf eine Stelle weiter nach links. Also, wir entfernen jetzt die linke Glühlampe. Und das hier wird zu einem Übertrag zum nächsten Addierer. Der Übertrag wird geleitet, da unten der rote Draht, hinter dem separaten Und. Jawohl. Englisch heißt solch ein Übertrag Carry Out. Das kommt gleich noch. Und wir benötigen auch noch einen zweiten Halbaddierer. Das ist jetzt noch ein zweiter. Nämlich wegen des Übertrags von davor. Dieser Übertrag heißt Englisch Carry In. So, das hier ist der Carry In Draht, den sieht man hier grau. Und unten rechts setzen wir noch ein Oder-Gatter ein, das kommt jetzt hier unten rechts. So, das kommt da hinein, genau vor das Carry Out. Weil wir jetzt zwei Halbaddierer haben, können wir den Übertrag dazu rechnen. Also 1 von Eingang A und 1 von Eingang B und einen Übertrag von Carry In ergibt 3.
binär ausgedrückt 1, 1. Das Ganze ist nun ein Volladdierer. Das ist jetzt, zwei Halbaddierer sind ein Volladdierer. Full Adder. Fortan sagen wir jetzt mal Addierer dazu. Adder heißt Addierer. Und wir beschriften auch noch die Leitungen jetzt schön. So nämlich A und B sind die zwei Schaltereingänge. Carry in ist CI, Carry out ist CO und Summe ist die Summe. So, jetzt bauen wir mal mehrere Addierer auf. Jetzt gibt es mehrere Addierer. So, wir können jetzt gut mit 8 Addierern weiterrechnen. Wir nennen auch den Addierer ganz rechts mal Addierer A. So wie hier jetzt, jetzt fehlt jetzt der Addierer A. Ist nicht so schlimm. Aber wir machen jetzt Schalter dran und nennen die Addierer von A bis H. A, B, C, D, E, F, G, H. Damit wir sie einzeln ansprechen können. So, Schalter kommen jetzt dran. 16 Schalter insgesamt. Und unten kommen jetzt Glühlampen dran. Also 1, 2, 4, 8 mal 2 ist 16, 32, 64, 128. Und links an den Rand schreiben wir jetzt auch noch was hin, nämlich was wir genau addieren wollen. Und zuletzt können wir jetzt auch noch kleine Nullen und Einsen reinschreiben. Die gebrauchen wir jetzt mitten in den Addierern. Da sind die kleinen Nullen und Einsen. Also jetzt sieht man nur graue Nullen. Die Einsen kommen später, wenn da was geschieht. Und jetzt können wir mal anfangen zu rechnen. Zuerst berechnen wir mal 1 und 1. 1 und 1 ist 2. Was geschieht hier jetzt? Weil wir im Addierer A ganz rechts beide Eingänge auf An haben und weil die Carry-In-Leitung nicht belegt ist, ganz rechts, die ist sowieso aus, können wir so rechnen und sagen, 1 von Eingang A und 1 von Eingang B ist schon 2 und 0 von der Carry-In-Leitung, die einfach mal nicht belegt ist, ist 2. Binär ist das 1, 0. Und das ist auch das, was wir jetzt hier haben. Eine 2 ist angeschaltet. Jetzt rechnen wir mal weiter. 2 plus 2. 2 plus 2 ist natürlich 4. 1, 0 durch die blauen Schalter und 1, 0 durch die grünen Schalter ist 1, 0, 0. Hier geschieht im Einzelnen, dass die Carry, also erstmal A und B im Addierer B an sind. Das bewirkt, dass der Carry Out, also der Übertrag, angeht und dann schaltet das weiter in der Addierer C in den Carry In von C und das bewirkt, dass die Summe auf angeht. So, und jetzt mal rechnen wir weiter so. Das ist 3 plus 3 ist 6. Das geschieht alles entsprechend. Und wenn man das nachvollziehen will, bitte halten Sie das YouTube-Video an. Und jetzt geht's weiter. 10 und 10 ist 20. 15 und 12 ist 27. 219 und 36 ist 255. Weiter können wir nicht rechnen, nur bis 255. Jedenfalls so mit den 8 Lampen hier. So, vielen Dank. Das ist, geschieht alles mitten im Mikroprozessor. Mitten in der Arithmetic and Logic Unit. In der arithmetisch-logischen Einheit. Und das geschieht auf dem Motherboard. So, vielen Dank.